Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. In der heutigen Folge werden wir mal wieder die Schulbank drücken. Und das sogar freiwillig. Doch vorher entstauben wir die PlayStation 5. Denn die Sci-Fi-Wundertüte Returnal könnte endlich etwas Schwung in die neue Konsolengeneration bringen. Christoph hat sich für euch furchtlos in die abgefahrene Zeitschleife gewagt. Heute wird ein guter Tag. Raindrops are falling on my head. And just like the guy who's been. Vielen Dank, Mann. Kein Ding. Bleib tapfer. Du kriegst deine PS5. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. Schön, wieder hier zu sein. Ah, Matthias, ich habe Kekse gebacken. Wow, vielen Dank. Für dich doch immer. Markus, ich hab dir was mitgebracht. Echt? Was denn? Boah, cool, danke! Kein Problem. Was sind das? Guter Gag, Leute! Aber wisst ihr was? Mir kann heute nichts die Laune verderben. Ich spiele jetzt nämlich Returnal. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ich von mir aus schon sage, dass ich Bock auf ein Roguelike bzw. Roguelite habe, dann ist das für mich schon mal außergewöhnlich. Wie in anderen Spielen dieser Art gehört es nämlich auch in Returnal zum Konzept, dass man nach dem Ableben ganz an den Anfang des Spiels zurückversetzt und einem fast alles genommen wird. Da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Aber wenn Hausmarkt was mit AAA-Ambitionen für die PlayStation 5 bringt, dann werde auch ich neugierig. Also schauen wir doch mal. Die Prämisse wird mir schon mal ziemlich schnell klar. Als Astronautin Celine stürzen wir auf dem Planeten Atropos ab. Und als wäre es noch nicht genug, dass unser Weltraumforscherin fast alles auf dem Planeten an den Kragen will, stößt sie schnell auf etwas, das sie ziemlich verwirrt. Prüfe Identifikation am Helm. Das ist... Ja, da würde ich auch blöd aus dem Astronautenhelm gucken. Was Celine ganz schön Schrecken einjagt, ist für mich als Spieler aber echt cool. Von Sekunde 1 an versprüht Returnal eine richtig schön mysteriöse Grundstimmung und man möchte herausfinden, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Was ist mit der offensichtlich untergegangenen Alien-Zivilisation passiert? Warum steht auf einem weit entfernten Planeten ein Haus mit Hinweisen auf Celines Vergangenheit? Und warum finde ich Audiologs von mir selbst, in denen ich mir beim Verrücktwerden zuhören kann? Aber sind sie wirklich ich? Oder nur hohle Leichen? Alles echt mysteriös und genau deswegen hat mich dieses Story-Konstrukt echt gut bei der Stange gehalten. Und für ein Rogue-Spiel ist so viel Story ja durchaus was Besonderes. Wie in anderen Spielen dieser Art gilt ja, wie eben schon erwähnt, wenn Celine ins Gras beißt, geht das Ganze wieder von vorne los. Hey, spar auf eine PS5, hättest du vielleicht ein bisschen... Ich hab dir doch gerade schon... Hey, Matthias. Moin, Chris. Was hast du denn da? Ich hab Kekse gebacken. Geil, vielen Dank. Ja, klar. Hey, moin, Chris. Ich hab dir was mitgebracht. Danke. War das wohl doch kein Scherz? Ja. Okay. Für mich ist jetzt Tag 2100. Ich habe auch keine Ahnung, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, wenn du das jetzt hier siehst, dann wirst du wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass du im Loop gefangen bist. Daran ist Returnal schuld. Jedes Mal, wenn du im Spiel verkackst, fängt dein Tag wieder von vorne an. Und wenn du diesen Zyklus durchbrechen willst, dann hast du nur eine Chance. Du musst alle vier Phasen des Returnals zocken, musst du einmal durchleben. Wenn das bei dir genauso gelaufen ist wie bei mir, dann hast du die erste Phase jetzt schon hinter dir. Das ist der Erstkontakt. Ich habe dir jetzt eine Botschaft aufgenommen, weil ich dir ein bisschen unter die Arme greifen wollte. Die zweite Phase, die habe ich nämlich schon hinter mir. Und das ist das Verstehen.
Okay, wir beginnen bei den grundlegenden Mechaniken. Es gibt insgesamt 6 mit Gegnern gefütterte Areale, die Biome genannt werden. Am Ende eines jeden Areals wartet ein fieser Boss und wenn du den gelegt hast, kommst du durch ein Portal zum nächsten Abschnitt. Um den fiesen Chefmonstern in den Arsch treten zu können, musst du dich zuerst mit der Steuerung vertraut machen. Celine ist ziemlich flott zu Fuß, kann springen und verfügt über einen Dash, der sie kurzzeitig unverwundbar macht. Damit du dich gegen die anrollenden Gegnerhorden verteidigen kannst, gibt's natürlich eine ganze Reihe verschiedener Waffen. Von der klassischen Pistole bis hin zu coolen Alien-Knarren wie diesem Höhlensucher hier. Einfach drauf losballern wird dich aber nicht sonderlich weit bringen. Es gibt eine ganze Menge Mechaniken, die dir das Leben etwas einfacher machen. Eine der wichtigsten ist der Adrenalinpegel. Solange du nicht getroffen wirst, steigt der in die Höhe und gewährt bestimmte Vorteile. Zum Beispiel, dass dir Gegner auch durch eine Wand angedeutet werden. Ebenfalls wichtig, Obolit. Das ist die Währung im Spiel, die du entweder in Kristallen findest oder erlegten Gegnern aus der Tasche fallen. Weil die kleinen Klümpchen aber recht schnell verschwinden, musst du schon die Beine in die Hand nehmen, um wirklich abzukassieren. Das ist besonders wichtig, weil es in den Arealen immer wieder Möglichkeiten gibt, die verdienten Kristalle zum Beispiel gegen Items einzutauschen. Und glaub mir, so ein Health Pack wird dir ein ums andere Mal das Leben retten. Zu guter Letzt möchte ich dich noch auf das Leistungslevel aufmerksam machen. Das ist dafür verantwortlich, wie stark die Waffen sind, die du in der Spielwelt findest. Was du machen musst, um das in die Höhe zu treiben, kannst du dir ja wahrscheinlich schon selbst zusammenreimen. Das alles sind Mechaniken, die auf ein Ziel einzahlen. Sie wollen dich dazu motivieren, offensiv in die Kämpfe zu gehen. Weil die Steuerung so herrlich präzise ist, funktioniert das auch richtig gut und macht eine ganze Menge Laune. Man kann sich in einen richtig schönen Flow spielen. Dabei solltest du aber aufpassen, nicht übermütig zu werden. Returnal verzeiht nämlich wenig, hat nur einen Schwierigkeitsgrad und der ist nicht gerade leicht. Und was passiert, wenn du drauf gehst, hast du ja schon gemerkt. Du wirst wieder ganz an den Anfang des Spiels zurückversetzt. Es reicht. Ich verstehe. Ist das der Fall, startest du aber nicht komplett bei Null. Du behältst einige wenige Ressourcen und ein paar permanente Verbesserungen, wie zum Beispiel mehr Item-Slots, dieses Schwert oder diesen Enterhaken hier. Mit dem kannst du dann in neue Bereiche vordringen, da neue Items finden und so weiter. Das ist ziemlich cool, wie in Roguelikes üblich, werden die Areale oder zumindest ihre Anordnung nämlich mit jedem Durchlauf zufallsgeneriert oder zumindest neu arrangiert. Und so hat man in den meisten Fällen einen Anreiz, auch bekannte Gebiete neu zu erkunden. Glaub aber nicht, nur weil du ein paar neue Items finden kannst, wird's schlagartig einfach. Returnal bleibt hart und genau das ist der Punkt, an dem ich gerade hänge. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann ich dir leider auch nicht mehr weiterhelfen. Ich kann dir nur noch sagen, dass die nächste Phase, die wird die Hölle. Du wirst sterben, du wirst es nochmal probieren, du wirst wieder sterben, wirst es nochmal probieren und irgendwann bist du geistig einfach am Arsch. Deswegen, ich drück dir die Daumen, ich hoffe, dass du es schaffst, weil ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Viel Glück. Wie schwer kann es schon sein? Also, ich habe eigentlich das Gefühl, ich komme hier ganz gut in Flow. Ein Dash hier, ein nützliches Item da und wenn man sich ein bisschen konzentriert, ist das doch eigentlich... Ja gut, bei solchen Flüchtigkeitsfehlern bin ich ja selbst schuld. Wofür ich aber nichts kann und was mich wirklich gestört hat, ist, dass es keine Möglichkeit zum Speichern gibt. Wer seinen Fortschritt also beispielsweise in den nächsten Tag retten möchte, hat nur die Möglichkeit, seine Konsole in den Ruhemodus zu versetzen. Und weil so ein Run mehrere Stunden dauern kann, ist das echt nervig. Aber hier haben Hausmark via Twitter ja schon angedeutet, dass da was kommen könnte. Und vor allem, weil aktuell vermehrt über Spielabstürze berichtet wird, von denen ich Gott sei Dank verschont geblieben bin, wäre das eine echte Bereicherung. Ob mit Speichermöglichkeit oder ohne, Returnal versucht echt einiges, um mir das Leben schwerer zu machen. Viele Items, die einen Vorteil bringen, bringen nämlich auch Nachteile. Ob ich diesen Klumpen Obloid beispielsweise haben möchte und dafür 50% weniger Schaden in der Luft in Kauf nehme, das ist schon eine schwere Entscheidung. Ach, ich mach's einfach. Ja gut, hätte ich mir vielleicht besser sparen sollen. Manche Areale kratzen nämlich hart an der Grenze zur Unfairness, weil sie sehr viele schwere Gegner, dafür aber nur wenig nützliche Items parat halten. Und wenn man dann nicht gut aufpasst... Ja gut, so langsam merke ich, was einen dazu weiß gut treiben kann.
Wenn ein eigentlich hervorragender Run durch eine kleine Unaufmerksamkeit versaut wird, dann zehrt das einfach an den Nerven. Und dann geht irgendwann die Konzentration flöten, die doch so wichtig ist. Eine der wichtigsten Mechaniken, die ich mir selbst eben verschwiegen habe, ist das Überladen. Im Endeffekt ein schnelleres Nachladen durch einen Tastendruck im richtigen Moment. Und wenn man dann langsam die Geduld verliert und immer hektischer wird... Hey, ich spar auf den PS5. Moin, Chris! Hey, moin, Chris! Cool, danke! Bitte, wenn es eine höhere Macht gibt, jetzt wäre ein echt ganz guter Zeitpunkt. Das ist es! Keine Emotion! Was tun hier? Auch ich desinfiziere hier nur den Lichtschalter. Geil, Mann! Danke, jetzt hab ich's gerafft. Kein Problem. In Returnal gilt wie bei fast allen anderen Roguelikes oder Roguelites auch, Ruhe bewahren, sich vorbereiten und wie ein Roboter mechanisch emotionslos cool bleiben. Dann wird's auch was. Wenn man den Frust ein bisschen beiseite schiebt, merkt man nämlich auch, dass Returnal ein richtig gutes Spiel geworden ist. Die Steuerung ist präzise, die Mechaniken greifen sehr gut ineinander und selbst wenn mal Frust aufkommt, hat man mit der Geschichte einen weiteren Faktor, der sagt, ach komm, spiel doch noch eine Runde, vielleicht erfährst du ja was Neues. Returnal mag als PlayStation 5 Exklusivtitel nicht zu jeder Sekunde überragend aussehen. Auch bei 4K und mit 60 Frames ist diese karge Wüste halt nur eine karge Wüste. Ein paar wirklich schicke Partikeleffekte und vor allem der Alien-eske Stil haben das für mich aber locker wieder ausgeglichen. Und so hat Returnal dann auch mich als jemanden, der nicht der allergrößte Fan des Genres ist, irgendwann gekriegt. Man muss einfach nur wissen, worauf man sich einlässt. Und als ich das Scheitern einmal als Teil des Konzepts verstanden und die Ruhe bewahrt habe, hatte ich auch eine richtig gute Zeit. Und jetzt, wo ich das gecheckt und die vierte Phase auch abgeschlossen habe, müsste ich den Loop doch eigentlich durchbrochen haben. Ey, Leute, es hat funktioniert. Ey, ich hab's geschafft. Ey, Leute, ich hab's... Oh. Arschloch. Moin Moin und herzlich willkommen zu den wöchentlichen News. Heute habe ich euch wieder ein paar spannende Infos aus der Gaming-Welt mitgebracht. Fangen wir an mit ein paar Konsolen-Updates. Was geht eigentlich gerade bei der PlayStation 5? Bekommt man die derzeit? Und wie sieht es bei der Xbox aus, so ein halbes Jahr nach Release? Und ist eigentlich bei der Switch alles easy? Konsolenfans sind enttäuscht, denn noch immer ist und bleibt die PlayStation 5 Mangelware. Grund dafür sind zu wenig produzierte Halbleiter-Chips. Können wir uns unter anderem bei Corona für bedanken. Ein großer Elektrohändler kündigte jedoch an, dass noch im Mai neue Konsolen zur Verfügung stehen werden. Kleinere Drops sollen im Laufe des Monats immer mal wieder auch bei anderen Händlern erhältlich sein. Sony selbst schätzt, dass die große Hardware-Flaute erst im März 2022 endet. Fun Fact. Vor Redaktionsschluss gab es wohl immerhin einige PlayStations am Flughafen in Istanbul zu kaufen. Viel besser sieht's mit der Xbox Series X leider auch nicht aus. Die soll im Mai weiterhin kaum erhältlich sein. Zumindest nicht zu vernünftigen Preisen. Okay, letzter Hoffnungsträger. Was ist mit der Switch? Tja, auch die 4 Jahre alte Nintendo-Konsole ist momentan nur schwer zu ergattern. Anfang Juni ist aber wohl Besserung in Sicht. Na immerhin. Die Corona-Krise hat nicht nur die Hardware-Welt im Griff, auch dem diesjährigen Messebetrieb macht das Virus wieder einen Strich durch die Rechnung und hat nur noch die Gamescom dazu gezwungen, dieses Jahr noch eine Runde auszusetzen. Vor wenigen Tagen kam die Nachricht, die diesjährige Gamescom findet anders als ursprünglich geplant nun doch wieder rein digital statt. Bis vor kurzem war die größte Spielemesse der Welt noch als Hybridmodell geplant. Doch weil die Zeit für die benötigte Planungssicherheit einiger Unternehmen zu kurz sei, wurde dieses verworfen. So Köln-Messe-Geschäftsführer Oliver Frese. Wie also schon bei der E3 Mitte Juni, liegt auch der Fokus der Gamescom wie im vergangenen Jahr ausschließlich auf dem Online-Angebot. Ihr habt's ja mitbekommen, es ist aktuell das Ding, aus populären Spieleuniversen Serien zu bauen. Auf diesen Zug springt nun auch Riot Games auf und möchte mitmischen.
Noch im kommenden Herbst soll die auf League of Legends basierende Serie Arcane veröffentlicht werden. Die Freundschaft der beiden Champions Jinx und Vi wird darin durch eine äußere Macht auf die Probe gestellt und lässt euch tiefer in die LoL-Welt eintauchen. Stilistisch passend in feinstem CGI. Produziert wird das Ganze von Riot selbst in Kooperation mit Fortiche Productions und veröffentlicht auf Netflix. GG. So, ich erhöhe jetzt ein bisschen die Schlagzahl. Ab geht's mit dem Ticker! Hallo? Hörst du mich? Um die Kommunikation zwischen Spielerinnen und Spieler weiter zu vereinfachen, sind Sony und Discord eine Partnerschaft eingegangen. Ab Anfang 2022 könnt ihr auch auf PlayStation den flexiblen Kommunikationsdienst nutzen. Dunkle Zeiten für den Dark Souls-Erben. Die Erwartungen an From Softwares Elden Ring sind immens. Doch leider müssen sich Fans noch länger gedulden als gehofft, denn dieses Jahr wird's nichts mehr. Das Action-Rollenspiel wurde offiziell auf Ende März 2022 verschoben. Mann ey! Rücktritt bei CD Projekt Red. Der The Witcher Game Director Konrad Tomaszkiewicz ist wegen interner Mobbingvorwürfe zurückgetreten. Zwar wurde nach einer Untersuchung festgestellt, dass die Anschuldigungen nicht gerechtfertigt waren, dennoch gab Tomaszkiewicz zu, dass es einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unangenehm war, mit ihm zu arbeiten. Er entschuldigte sich beim Rücktritt mit den Worten für all das böse Blut, das er zu verantworten hätte. Schon wieder Leakfield. Zu Battlefield 6 sind zwei weitere Screenshots im Netz aufgetaucht. Darauf ist zu erkennen, dass das Szenario in der Gegenwart, wenn nicht sogar in einer nahen Zukunft angesiedelt ist. Verschoben, aber nicht aufgehoben. Der Release von Fall Guys für Xbox und Switch verschiebt sich vom ursprünglich geplanten 4. August auf unbestimmte Zeit. Im gleichen Zuge wurde aber bekannt gegeben, dass Crossplay den Plattformen hinzugefügt wird. Na gut, da warten wir doch gerne. Ein bisschen zumindest. Konkurrenz für Dreams. Mit Spielestudio, auf Englisch heißt das Ding Game Builder Garage, bringt Nintendo Anfang Juni ein Do-It-Yourself-Kit für die Switch. Damit könnt ihr eigene Spiele entwickeln und mit anderen teilen. Schauen wir mal, welchen Tiefgang das 30 Euro teure Ding bietet. Pipo Set. Das Gesicht hinter globalen Twitch-Emotes wie KekW ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Komiker Resitas wurde aufgrund seiner außergewöhnlichen Art zu lachen zu einem weit verbreiteten Meme. In diesem Sinne, danke für all die gute Laune. Fakes und Plagiate von allen möglichen Dingen im Internet sind nichts Neues. So richtig kackend dreist geht's aber derzeit im Microsoft Store zu. Denn dort könnt ihr aktuell einen frechen Abklatsch von Animal Crossing New Horizons für nur 2,99 € kaufen. Kann nicht sein? Richtig! Animal Crossing steht nämlich nur drauf. Dahinter verbirgt sich ein simpler Klon des Gratis-Mobile-Games Crossy Road. Also Tiere überqueren die Straße, nicht Tiere leben auf einer Insel. Schauen wir mal, wie lange das geklaute Marken-Mashup noch im Store bleibt. Ganz schön dreist, oder? Welche Klone und Plagiate sind euch denn schon begegnet? Haut's mal in die Kommentare, quasi als Warnung für uns alle. Damit bin ich raus für heute. Macht's gut, euer Krogi. Ah, Kuro, wo du hier gerade stehst. Ja, ich wollte eigentlich gerade mit Returnal anfangen. Den Beitrag zu Returnal, den hat doch der Chris eben gemacht. Ich meine, diesen Beitrag, der ja überaus gelungen war, den haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja gerade gesehen. Und abonniert habt ihr vielleicht noch nicht. Wenn ihr schon da seid, lasst doch ein Abo da. Dann werdet ihr auch in Zukunft keinen spektakulären Beitrag mehr bei uns verpassen. Nun aber zu dir, Kuro. Du musst was anderes machen. Vielleicht ein Ausgegraben. Das hast du bisher ja noch nicht gemacht. Okay, Colin. Ja, mach ich ein Ausgegraben. Klar. Ja. Überleg dir mal ein schönes Spiel, was du gerne ausgraben würdest. Okay. Cool. Es gab mal eine Zeit, die ist leider schon sehr lange her, da hat das Entwicklerstudio Rockstar Games tatsächlich regelmäßig Videospiele veröffentlicht. Also anstatt dieselbe olle Grand Theft Auto-Kamelle auf verschiedenste Konsolengenerationen zu hieven, gab es stattdessen auch so interessante Projekte wie die rasante Midnight Club-Reihe, actiongeladene Fortsetzung zu Max Payne, das Western-Epos Red Dead Redemption, Tischtennis oder eben auch Bully. Damals in PAL-Regionen besser bekannt als Canis Canem Edit. Ah, Bully, du zynisches Kleinod von einem Open-World-Abenteuer. 2 Jahre nach Grand Theft Auto San Andreas im Jahre 2006 für die PlayStation 2 erschienen, war Rockstar Games Vancouver virtueller Schulstreich etwas Neues, Aufregendes und Vertrautes in einem. Auf den ersten Blick scheint Bully nicht viel Neues zu bieten. Viele Funktionen und Elemente machen den Anschein, als hätte sich GTA einfach nur in eine Schuluniform gezwängt. Doch diese Uniform stellte sich schon damals heraus, passt wie angegossen. Bully, das war richtig, richtig gut. Zweifelhafte Wahl, Herr Kurowski.
Warst du nicht gerade noch im Büro? Nein, ich wanderte hier durch die Hallen der Game 2 Academy, als ich mitbekam, dass sie dieses schludrige Gewaltspiel zum Thema ihrer nächsten Arbeit machen wollen. Aber Colin, ist das nicht die Redaktion und überhaupt was? Für Sie immer noch Dr. Gables Snitch? Und meinen Sie wirklich, dass Bully ein geeignetes Thema für ein Ausgegraben ist? Ich meine, diese Mobbing-Thematik, das ist schon ein heißes Eisen. Ja, aber... Ja, gut. Gehen Sie ein paar Meter mit mir, junger Mann. Okay. Hier entlang. Hey, Tutzack! Aus dem Weg! Ich finde, wir sollten über so ein Spielbar reden. Oh. Da hat Colin, Dr. Gabesnitch, natürlich nicht unrecht. Dadurch, dass Rockstar Games das actionbetonte GTA-Gameplay-Korsett über die Schulthematik stülpt, wird die Schikanierung der Schülerinnen und Schüler durch Gleichaltrige sowie Lehrkräfte überspitzt, aber auch ausführlich zur Schau gestellt. Im Vorfeld des Releases wurde dieser Umstand in den Medien durchaus kontrovers aufgenommen. Damals schrieb der Spieleratgeber NRW bei der Beurteilung, dass die Herstellerfirma Rockstar so etwas wie der Till Eulenspiegel unter den Spieleherstellern sei, der mit Bully der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten würde. Zugegebenermaßen klappt das nicht immer treffsicher. Der Schulhof der Bullworth Academy gleicht stellenweise einem Schlachtfeld. Zwar greift die Pausenaufsicht hart durch, doch der chaotische Eindruck auf dem Schulgelände wird dadurch eher verstärkt. Und dreht ihr krumme Dinger, dann hebt das Spiel selten mahnend den Zeigefinger. Im Gegenteil, beispielsweise in fremde Spinde einzubrechen, wird mit neuen Klamotten oder anderen Gegenständen belohnt. Der moralische Kompass zeigt hier nicht immer eine klare Linie. Andererseits sei lobend erwähnt, dass das Action-Adventure gewohnt reißerisch unter anderem den amerikanischen Bildungsapparat kritisiert, was zumindest im Bereich der Videospiele nicht gerade üblich ist. Nice! Ah, shut up! Für die Charaktere wühlte Rockstar Games eifrig in der Stereotypenkiste. Von der unterwürfigen Sekretärin Miss Danvers, die den strengen Direktor Krabblesnitch schon fast fanatisch anhimmelt, bis hin zu den klassischen Schulklicken. Die reichen Schnösel, die in der Werkstatt schraubenden Greaser, die nerdigen Streber sowie die unantastbaren Sportler. Anstatt mit dem feinen Füllfederhalter ausgefeilte Persönlichkeiten zu schreiben, entschied man sich bei Rockstar Vancouver für den groben Edding. Zur sarkastischen Erzählung passt die Vorgehensweise allerdings prima. Yeah. Look, I never said anything about your mom. Also typische Rockstar-Games mit ihren Rüpelhelden und Krawallgeschichten. Ja, aber Bully hat auch super viele gute Seiten. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber sag mal, wo gehen wir jetzt eigentlich gerade hin? Ins Studio. Du möchtest über die guten Seiten von Bully reden? Dann sag's unserem Publikum gefälligst ins Gesicht. Warum rennst du denn jetzt so? Ja, das macht man doch so bei Bully. Sinnlos rennende NPCs in Videospielen gehen ja schon mächtig auf den Keks. Ist aber ein Thema für ein anderes Mal. Denn kommen wir endlich mal zu den Gründen, warum Bully auch heute noch so einen gelungenen Eindruck hinterlässt. Davon gibt es nämlich einige. Wait here. Der Schulalltag. Ihr seid in der Haut von Jimmy natürlich Schüler einer Schule. Das bedeutet, dass ihr täglich die Schulbank drücken müsst. Strengt ihr euch in den verschiedenen Fächern an, lernt ihr neue Fähigkeiten oder bekommt Boni, die euren Überlebenskampf erleichtern. Falls ihr auf die Paukerei keine Lust habt, könnt ihr auch den Unterricht schwänzen und stattdessen die Freizeit genießen. Dabei solltet ihr euch jedoch nicht erwischen lassen. Der Wuselfaktor. In Bully sprühen Kids Graffitis an die Wand. Sie ziehen an einem Automaten eine Limo oder machen Sport auf dem Sportplatz. Es ist einfach überall immer etwas los. Der Soundtrack. Anstatt auf bekannte Popmusik zu setzen, komponierte der amerikanische Musiker und Multiinstrumentalist John Lee die jazzige und bisweilen funkige musikalische Untermalung zu Bully. Das mag für eine Rockstar-Produktion mittlerweile untypisch sein, passt aber perfekt zum Spiel. Gerade das Main-Theme mit dem verträumten Glockenspiel und dem zappelnden Bass hat auch heute noch einen festen Platz in meinem Gehörgang. Die Interaktion. In der Haut von Jimmy könnt ihr mit anderen Menschen interagieren. Je nach eurem Verhalten reagiert die Umwelt auf euch. Zettelt doch mal eine Essensschlacht in der Cafeteria an oder werft anderen einen Football zu. Mit diesen Details verstärkt Rockstar Vancouver das Gefühl, man sei wirklich ein Teil dieser Welt und nicht einfach nur Zaungast, der in einer frei begehbaren Pappkulisse eine Aufgabe nach der anderen erledigt. Die Stadt Bullworth. Ab dem zweiten Kapitel dürft ihr das Schulgelände verlassen und einen großen Teil der umliegenden Örtlichkeiten erkunden. Mit einem Vergnügungspark, einem Shoppingbezirk oder der Happy Walls Nervenheilanstalt bietet die Nachbarschaft einige abgefahrene Locations. Bullworth gehört zu den Orten, die ihre besten Jahre schon lange hinter sich haben.
Eine typische Kleinstadt, in der man als junge Person irgendwann verzweifelt das Weite suchen würde. Dadurch ist Bullworth eine schöne Abwechslung zu den riesigen Hochglanzmetropolen aus der GTA-Reihe. Die unterschiedlichen Jahreszeiten. Als wäre die Welt nicht schon atmosphärisch genug, verändern sich im Laufe der Story die Jahreszeiten. Im Herbst, an Halloween, verkleiden sich die Schülerinnen und Schüler und spielen sich gegenseitig Streiche. Im Winter liegt Schnee, alle packen sich warm ein und Schneeballschlachten können vom Zaun gebrochen werden. Und diese glaubwürdige Welt ist auch heute noch die große Stärke von Bully. Da muss ich das Spiel dich von... Kuro? Ja? Könntest du die Flyer in Nastis Spind legen? Klar, kann ich machen. Solche Szenen wie mit Nerdbusty gibt es im Bully am laufenden Band. Alle paar Meter fragt euch irgendjemand nach einem Gefallen. Das ist nie wirklich anspruchsvoll, bringt aber immerhin ein bisschen Kohle ein. Zum Glück hat Bully darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Abseits der Story, in der ihr versucht, dem narzisstischen Soziopath Gary das Handwerk zu legen, der Bullworth Academy übernehmen möchte und alle Hebel in Bewegung setzt, damit ihr eine möglichst schlechte Zeit habt, gibt es diverse Nebenbeschäftigungen. Ihr könnt auf der Kirmes einige Fahrgeschäfte besuchen oder an Spielständen Preismarken erspielen. Diese Marken tauscht ihr logischerweise gegen Preise ein, zum Beispiel gegen Poster, die euer Zimmer verschönern. Aber es gibt auch Arcade-Automaten mit Minispielen, an denen ihr Highscores aufstellen dürft. Oder besucht die Go-Kart-Strecke. Hier wird aus Bully plötzlich ein Funracer. Wettrennen mit Fahrrädern stehen ebenfalls auf dem Freizeitplan. Im örtlichen Boxclub dürft ihr gegen andere antreten, was ein bisschen an Punch-Out erinnert. Alternativ verdient ihr mit diversen Nebenjobs Geld. Mäht den Rasen oder liefert Zeitungen aus. In Bully könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben. Zwei Jahre nachdem die PlayStation 2-Version von Bully erschien, veröffentlichte Rockstar Games 2008 Bully die Ehrenrunde. Erst für die Nintendo Wii und Xbox 360, ein paar Monate später auch für den PC. Die Ehrenrunde zeigt sich grafisch aufpoliert und stockt die Anzahl an Schulfächern auf. Ihr müsst euch in dieser Version auch in Biologie, Musik, Erdkunde und Mathe beweisen. Es gibt 8 zusätzliche Missionen, neue Charaktere und frische Gegenstände sowie Klamotten. Der Vollständigkeit halber sei auch der Zweispielermodus erwähnt. In diesem lassen sich diverse Minispiele gegeneinander austragen, die an die Aufgaben aus dem Unterricht erinnern. Nett, aber nicht weltbewegend. Hey, was machst du an meinem Spind? Nichts. Sollte diese Flyer bei dir in den Spind packen. Zeig dir diesen scheiß Flyer an. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich einfach nur meinen Bully-Beitrag fertig machen. Bully? Hey, das fand ich eigentlich auch voll cool. Nein, nein, nein! Niemand von Ihnen hier hat Bully cool zu finden. Das verdirbt doch nur die Jugend und setzt ihr Flausen in den Kopf. Also ich finde ja, das spricht Themen an, die sonst wenig in Videospielen stattfinden. Ich mag Bully auch. Oh Gott, ja, dann macht doch, was ihr wollt. Nicht die Jugend von heute. Mendo! Danke für eure Hilfe. Echt. Hey, kein Problem. Und jetzt verpiss dich von meinem Schrank! Canis Canem Edit bzw. Bully macht mir auch heute noch echt viel Spaß. Es ist ein gelungenes Experiment seitens Rockstar Games gewesen, die GTA-Formel aus einem anderen Blickwinkel einzufangen. Auch heute noch begeistert mich der virtuelle Schulausflug dank der wunderbar lebendigen Welt und ihren skurrilen Charakteren. Rockstar Games mag die Akte Hopkins mittlerweile im Keller archiviert haben. Mit einem Nachfolger ist momentan eher nicht zu rechnen. Für mich zählt Bully immer noch zum Besten, was der Till Eulenspiegel unter den Spieleherstellern jemals veröffentlicht hat. That's right, losers! Yeah! Oh, Leute, das war's auch schon wieder mit Game 2 für heute. Aber hey, 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 die Sendung hier, die beende immer noch ich. Also bevor ihr jetzt nämlich ins Wochenende abdüst, habe ich noch eine kleine Hausaufgabe für euch. Abonniert unseren Kanal. Das wird sich äußerst positiv aufs Zeugnis auswirken. Extra Fleißpunkte gibt es, wenn ihr an der Glocke bimmelt, bimmel, bimmel, bimmel und einen Kommentar hinterlasst. Außerdem ist das neue Video zur Entwicklung der Menschheit und wie Geschichte eigentlich erfasst wird vom Wissenschaftskanal Dinge erklärt kurz gesagt Teil der kommenden Klausur. Den Stoff solltet ihr euch also reinziehen. So, das war's dann aber auch. Wiederschauen, reingehauen.